wunderschönen guten Morgen hier im Augarten an diesem tollen 5. Mai. Willkommen zur ersten Choya Yoga Convention in Wien. Mein Name ist Jan Lueger, ich werde euch heute durch den ganz schönen Tag führen. Ja, also bitte alle noch rechtzeitig jetzt eine Yogamatte schnappen, denn es geht bald los. Was mich auch gleich zum ersten Punkt bringt. Wir sind hier, um gemeinsam Yoga zu machen und wir haben heute die tolle Möglichkeit, 5 Studios und somit auch 5 unterschiedliche Yoga-Stile kennenzulernen. Ich hoffe, wir können euch überzeugen, dass Yoga eine ganz tolle Sache ist. Okay, wir sind in der freien Natur und da komme ich auch schon zum Choya-Versprechen. Was wir heute hier erleben, ist einfach 100% pure Natur, was natürlich für uns garantiert, dass heimische Bauern unterstützt werden, dass ganz kurze Transportwege nur sind. Auch beim Produkt selbst, also bei der Verpackung, wurde auf Eco-Friendly aufgepasst, geachtet. Und es ist gentechnikfrei natürlich, glutenfrei, laktosefrei und keine künstlichen Aromastoffe. Ihr werdet es selbst schmecken. Holt euch die Shakes, gibt hier überall die Shakes, die Drinks, die Joghurts in ganz bunten Mischungen. Und genießt es. Für alle, die mit Kindern gekommen sind, gibt es eine ganz tolle Choya Kinder-Lounge mit Bastelecke, Seifenblasenwerkstatt, Fotoecke, die Kinder können sich dort schminken lassen und da sind sie auch super betreut, damit ihr euch dann wirklich konzentrieren könnt. Um 11:30 Uhr gibt es dann hier auf der Bühne Rocky-Yoga, da werden einige Herrschaften dabei sein, die man vielleicht aus Funk und Fernsehen kennt, die uns gemeinsam, mit uns gemeinsam ein paar Übungen machen werden. Das Ganze zu chilliger Lounge-Musik von 88.6, unserem Musikpartner heute. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Es geht heute um Genuss und Freude. Spaß an Choya und an Yoga. Yoga is Union und ich wünsche euch mal viel Spaß. Es ist chillig und es sind voll viele Leute da und Yoga begeistert und es macht voll Freude da. Ich bin echt happy. Irrsinnig viele Leute, das Wetter ist gut, allen taugt's.